Thank you very nice much. Nice to meet you. Bye bye. Okay, bye bye. Seid jetzt im Gasolin Alley. Ich bin der Burkhard und mache den Laden jetzt seit 25 Jahren. Angefangen hat das Ganze eigentlich mit anderen Läden, weil wir früher eher englische alte Motorräder repariert haben. Und irgendwann saßen wir da und haben Karten gespielt nachts. Und ich schaue so in das alte Southern Division rein und sehe so ein paar Lederjacken und Helme und Motorräder. Und dann habe ich zu meinen zwei Freunden gesagt, mein Gott, wir sind doch die Irren, die einen wahnsinnigen Abenteuerladen bauen können. Naja. Kurz gesagt, zwei Monate später gab es das Gasolin Alley, 1991. Gemacht haben wir es, weil wir das Gefühl hatten, dass es diese Art von Läden noch überhaupt nicht gibt. So die klassischen, echten, handgemachten Geschichten und die Geschichten für das ganze männliche Abenteuer, also angefangen von Auto über Wasserski bis Segeln, Motorräder etc. etc. Naja, und irgendwann, dann hatte ich den Laden, ich würde mal sagen, fast 20 Jahre, tauchte der Fabian hier auf. Fabian war ja auch so jemand, der wahnsinnig wissbegierig war, sich also auch in die Materie unheimlich reingearbeitet hat und in so kurzer Zeit so viel Wissen über historische Stile an Stoffen, Farben bzw. Originalteilen der US Army, englische Army, Navy und so weiter. Da kenne ich selten einen, der das so schnell gemacht hat. Naja, und da war das klar, dass ich dann irgendwann natürlich die Pike war das Klamotten von Fabian hier führen werde. Das ist ein Teil der Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung, wenn es ja, sag mal, in dem Fall um mich geht, dann lag das ja nicht daran, dass ich sage, die Selbstverwirklichung, die kriege ich, indem ich so einen Laden mache. Nein, es war das Abenteuer, das war ja auch davor. Weil alles, was du hier siehst, sind ja die Klamotten, wo ich mein Geld mitmache. Aber entstanden ist das, weil wir Motorradrennen gefahren sind, weil wir Segelregatten machen. Du brauchst dann nur in den letzten Raum rübergehen, da siehst du meine Ski aus den 60ern. Ja? Ich habe Wasserski-Competition und Gott und heute Tontaubenschießen. Ich bin jemand, die Erfüllung kommt durch das Gesamte. Ja? Also das Abenteuer nicht nur hier im Laden erscheinen lassen und Geld zu verdienen, sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass ich den ganzen Blödsinn auch mache. Ja? Und den immer schon mit großer Leidenschaft gemacht habe. Das nenne ich Selbstverwirklichung. Das geht hin bis zur Kunst, zur Malerei etc. etc. Ja? Schließe hier morgens um 11 Uhr die Tür auf, ja? Und noch nie mit dem Gefühl, scheiße, ich muss arbeiten. Ja? Weil wenn du heute mal überlegst, wie erfüllt sind denn die Leben von einigen, ja? Denn ich erschrecke mich auch immer davor, dass ich Menschen sehe, die im Endeffekt für ihre Miete arbeiten, ja? Und ich finde, das Arbeiten muss zwar die Ökonomie bestreiten, aber es muss ein leichter Freiraum da sein, sonst weißt du ja nicht, wofür du arbeitest, ja? Und ich finde, Lebensqualität, je älter ich geworden bin, Lebensqualität ist das Wichtigste. Und Lebensqualität erscheint eigentlich dadurch, dass du mehr Zeit für dich hast, ja? Das heißt, das Streben nach Geld, da bist du jünger. Heute ist es so, du bist froh, wenn du irgendwas machst, wo genug Geld bei rumkommt. Ja? Und ich finde die Lebensqualität, die ich seitdem ich das Gasolin Alley habe, die ist super. Ich habe 20 Jahre sicher keine Jeans getragen. Mir gingen irgendwann die Jeans auf den Nerv. Und dann habe ich dann Korthosen, Khaki-Hosen, alles mögliche gehabt. Und dann kam der Fabian hier zum Laden rein und sagte, du hier Burkhard, die 1937er Roma, das ist eine Hose, ich weiß deine Größe, die kriegst du jetzt. Und ich dann so, du, ich trage keine Jeans. Ne? Aber ich bin so jemand, wenn er eine Hose geschenkt kriegt, ich kann ja nicht einfach die Hose, die ich geschenkt kriege, jetzt da hinten reinlegen und verkaufen. Das macht man nicht. Ja? Also habe ich die Hose nach Hause genommen und gesagt, so Hose, jetzt bist du fällig. Links gezogen, auf 60 Grad bösartig behandelt in der Waschmaschine und dann habe ich es rausgeholt, getrocknet, aufgehängt. Als sie trocken war, habe ich sie angezogen und auch richtig so, jetzt will ich wissen, was du kannst. Dann habe ich sie umgefaltet, was ich auch schön finde, stelle mich vor den Spiegel und in dem Moment denke ich, wow, sage mal, die ist ja gleich von vornherein so genäht, dass meine Beine, und ich habe keine O-Beine, die Beine sind so und du siehst aus, als wenn du gerade vom Pferd gestiegen bist. Weißt du, wie viel 1937 Romas ich jetzt zu Hause habe? 5. Ne? Also, ich bin überzeugt von der Jeans. Der Laden heißt Gasolin Alley, besteht seit 25 Jahren, ist in München, in der Corneliusstraße 5 und die Öffnungszeiten sind montags geschlossen, jetzt muss ich überlegen, machen montags geschlossen, dienstags bis freitags von 11 bis 7, samstags nur von 11 bis 3. Dann gehe ich sehen.